Servus Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Undercover Tirol. Endlich bin ich wieder da. Ich weiß, es hat mich alle unmöglich toll vermisst. Deswegen freut den Kaffee, unmöglich spannende Folge. Heute haben wir alle drei mit ziemlich gutem Programm auch. Deswegen kann es gleich gut gehen. Und ja, viel Spaß mit dem viel Spaß nach dem Intro, geht's los. Enke Unterhaltungspodcast in Südtiroler Dialekt. Loser! You're a loser! Are you feeling sorry for your soul? Sehr gut. Das ist versprochen. Gewaltig. Hey, Spruchst. Garage, hast du in so einem Podcast von letzter Woche überhaupt gekocht oder bist du nicht am Home up to date? Wohl, so ein bisschen an den Koch, bis ich irgendwann über Marvel geredet habe und dann habe ich weggemisst und dann nicht mehr weiter gekocht. Ja, aber bei Marvel war es einfach der vorletzte Podcast, wo wir jetzt immer Auge genommen haben. Ja. Nein, ich habe im letzten Podcast auch wieder über Marvel geredet, wenn es mir echt? Über was? Ja, weiß ich nicht mehr. Aber letzte Woche nicht gekocht. Ich weiß aber, dass ich nicht den ganzen gekocht habe, weil ich noch eine Universität gemisst habe. Und danach habe ich alles vergessen. Antoine hat auf jeden Fall gekocht, ja. Ich sage jetzt gleich schnell für die Zuhörer, damit ich es danach jetzt so implanten muss. Es kann sein, dass wir wieder ganz komisch verzögert sind. Ach, aber der Garage ist in Camerino, ich bin in Stuttgart, der Adam ist in Bruneck. Und wir haben nach wie vor so ein klassisches Latenzproblem. Deswegen, wir versuchen irgendwas drin zu ändern, aber ja, mal schauen. Du, Garage, fürs nächste Mal Kabelkopfhörer, heißt einmal genau. Eins. Jetzt bin ich, seit ich den Podcast mache, werde ich jedes Mal, ob was mir jedes Mal gesagt, kriegt endlich ein paar Bluetooth-Kopfhörer. Jetzt habe ich mal Bluetooth-Kopfhörer gerichtet, was ist richtig ein für einen Podcast, Ed für einen Podcast. Ja, die Abwechslung macht, die Abwechslung. Ja, danke, genau. Danke für gar nichts an der Stelle. So, erzählt mir jetzt einmal ganz grob, was geht jetzt eigentlich ab? So, was muss ich wissen, damit ich richtig up to date bin? Ja, ich muss ja nur erzählen. Ja. Du bist ja längst weg. Ja, weil ich mich in Samstag noch getroffen habe. Ja, das stimmt, aber mich hast du in Samstag nicht getroffen. Und du Adam ist weg. Du Adam ist weg vom Fenster. Okay, warte, Leute, das war jetzt eine Karte. Ich mache einen Klatsch und dann noch geht's weiter, okay? Aber wenn nichts passiert. Ja, muschet. Ja, was will. Gut. Das Prinzip. So, okay, also, wie gesagt, ja, ich bin in Camerino, heil ist korrekt. Und ja, was soll ich groß erzählen? Jetzt bin ich seit 3 Wochen da. Am Anfang habe ich weder Wasser noch Gas gehabt, aber ich habe es ja im letzten Podcast gesagt. Ja, aber ich erzählt, Wasser, ja. Gas, das heißt, ich kann normal kochen. Und Strom, das heißt, ich habe jetzt eigentlich alles das, was ich brauche, perfekt. Um ein erfolgreiches Studentenleben zu führen. Perfekt, so. Besser kann es sein. Na eben. Und deswegen läuft es uns auch mehr als. Abgesehen davon hat bei mir die Universität schon umgekehrt, im Gegensatz zu Michi, der was allen noch bis jetzt praktisch nichts getan hat. Genau. Also, wirklich, wie lang war dein Sommer? Weil nach der Matura sehr lang. Hast du ja praktisch nichts mehr getan. Ja, das stimmt. Ja, das ist, perfekt. Du hast ja mal irgendeinen Aufnahmetest gehabt oder so, oder? Wohl. Schon, ne? Ja, sehr ja, halt online. Aber, okay, gut. Ja, online, danke. Danke für gar nichts. Ja, auf jeden Fall bin ich seit 3 Wochen da und nach anfänglichen Schwierigkeiten, wie bereits gesagt, von Gas und Wasser, läuft es jetzt alles. Gestern ist der dritte Mitbewohner schlussendlich hergekommen, deswegen sind wir perfekt. Jetzt vollständig und die komplette WG ist abgeschlossen. Und geil. Wir haben WLAN organisiert, deswegen geil. Kann der Podcast heute auch. Geil. Gewaltig. Richtig nice. Seid ihr stolz auf mich, dass ihr das ich alles bin unglaublich stolz auf dich. Ja. Ja. Für jemanden, was ein Laptop bei Indoor schaltet, ist sehr beeindruckend. Ja. Was soll es denn heißen für jemanden, was ein Laptop bei Indoor schaltet? Und leider Audacity App da, mit der ich heute auch im Herrn hat nicht ganz gut hinterstellt. Aber für sie gibt es ja eigentlich zwei. Genau. Die Technik Profis. Wo bis man es exportieren müssen ist. Ja. Dann wäre es noch hitzig. Abgesehen davon, ja, jetzt mit Michi kann ich nicht mithalten, wenn es ums Ausgehen geht, weil nach den Geschichten, was du selber erzählt hast, geht es da in Camerino ein bisschen gemütlicher zu, aber ein ganz ein bisschen. Ja. Also bei mir haben nicht die Diskotheken bis 10 Uhr noch früh offen, sagen wir es jetzt einfach mal so. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber ist auch besser, so ehrlich gesagt. Abgesehen davon geht man da allein unter der Woche aus, weil das Wochenende ist einfach leer. Es ist einfach niemand, es waren alle home. Weil die meisten los sind von der Marke und deswegen das Wochenende bin ich praktisch meistens allein und die einzigen, was da sind, sind Sizilianer. Okay, nice. Fragt mich wieso, aber da sind irgendwie mega viele Sizilianer an der Universität in Camerino.
Ich verstehe nicht, wieso die da herkommen sein, aber auf jeden Fall sein die da. Was ist denn passiert? Was ist los, Michi? Oh, Michi, oh das ist das zweite Mal. Okay, ich und der Garage machen weiter. Bei Michi ist gerade die Audiodatei angekratzt. Was er steigt dann auch hin. Und hat dann auch wieder mehr Schnittzeit. Aber ins ist sehr scheißegal, weil wir schneiden das ja alles zusammen. Hallo, und, bis auf und genau, jetzt hat er so ein paar News von Garage gehört. Und Garage gibt es bei dir auch so ein Drittblem oder so eine Fehlerwoche. Da warst du da jetzt schon in den News da inverpackt. An Fehlerwoche habe ich tatsächlich. Wie du vielleicht weißt, habe ich vorgestern gesagt, nehmen wir in Montag, also er war gestern gewesen. Ja. Zwischen 4 und 6 Uhr, weil ihm geht es mir gut. Und dann schreibe ich so um 5 Uhr. Oh, jetzt müssen wir auch nehmen, Jungs, weil es ist der Timmer halt nicht mehr. Und dann schreibt der Michi so richtig zornig zurück. Ja, jetzt war mit auch nehmen, weil es dir passt oder so irgendwie. Und du kannst jetzt so aus dem Nichts sagen, dass wir auch nehmen. Und die sind Tag davor gesagt und der Michi hat zugeschrieben, ja, hell geht gut. Und auch auf einmal volle zornig zugeschrieben. Aus dem Nichts. Und ich bin gesessen und habe gedacht, hä? Jetzt schreibe ich ein einziges Mal in der Gruppe zurück und sage konstruktiv an der Minun, wo wir den Podcast auch nehmen können. Und niemand antwortet. Niemand einfach. 5 Uhr, die war im Kraftraum, der Michi hat sich Sachen zu denken gehabt. Auf jeden Fall war ich allein gewesen. Ich hätte den Podcast allein auch nicht gekannt. Deswegen war auch nicht gewesen. Haben wir es auf Heim verschoben. Ja, also haben wir so. Einfach für eine halbe Stunde. zu meiner Verteidigung, ich war um 4 Uhr. Also, ich weiß, bei mir ist das komplett vorbeigegangen. Also, ich habe einen Sonntag gecheckt, dass du den Termin vorgeschlagen hast. Und ich habe von 4 bis 5 Uhr eine Schwimmschule gehabt. Was jetzt schnell mein Problem ist. Also, ich habe eine Kindergruppe übernommen. Und er läuft eigentlich ziemlich gut und mir passt richtig gut und die Kinder sind fein und ich komme gut weiter. Und ich verbessere, glaube ich, tatsächlich mein Italienisch, weil ich habe tatsächlich 5 Italiener in der Gruppe. Und leider auf Fehlerwoche, ich habe mich gleich im ersten Tag teuflisch herblamiert. Ja, weil, okay, aber. Weil ich hole die Kinder auch und setze mich mit ihnen beim Schwimmbad auf den Boden her und erkläre die Regeln, die typischen Schwimmbadregeln. Und in Deutsch ist das natürlich überhaupt kein Thema. Und dann habe ich auch in Italienisch. Und mir ist noch viel gekommen, ich rede überraschend gut, aber dann schauen mir die Kinder komplett aus und so, hä, welche Sprache redest du? Und dann, obwohl ich einmal darüber nachgedacht, dann ist mir auch gefallen, ach, dann so perfekt war das gerade, wie ich gemeint habe. Bin ja aber ein bisschen reingekommen mittlerweile und es läuft, wie es laufen soll. Es läuft, wie es laufen soll. Ja, ich glaube, das sagt man so. Okay. Ja, Michi? Also. Jetzt ist der Michi mindestens auch wieder zurück eingetreten. Der Michi ist auch wieder zurück. In den Podcast. Auf jeden Fall, Michi, kurze Frage an dich. Wieso nimmst du aus dem Auto auf? Willst du es ja ganz kurz erklären? Erläutern. Jetzt kann ich es erläutern. Okay, Allure. ich bin jetzt... Gegen Allure. Allure, get it. Okay, Entschuldigung. Allora. Also, ich bin zurzeit noch WG-los, weil die WGs da draußen alle erst im November frei werden, weil zurzeit alle einen Master machen. Und die Masterstudenten machen praktisch bis November und ab November sind sie dann alle weg. Und deswegen habe ich mir jetzt in der Zeit, wo ich jetzt schon raus bin, gemisst ein Hotel suchen, okay? Jetzt war aber die Sache so, dass die Hotels unglaublich teuer sind, wenn du so einen langen Zeitraum bleibst. Deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, als Student ist allem geil, wenn du irgendwo was sparen kannst. Deswegen bin ich in ein Hotel gegangen, wo ich mit mehreren Leuten im Zimmer bin. Weil das führt dann auch noch besser aus. Nee, das ist mehr so ein Hostel. Und ich habe zwar unglaublich gutes Internet, das Problem ist leider, es kann durchgehend passieren, dass irgendjemand Balotierin kommt und im Podcast crasht. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, das ist gescheiter, ich nehme heraus auch und habe zum Unkel zu tröpfeln, deswegen habe ich gedacht, huckst du einfach ins Auto, passt auch. Aber jetzt muss ich noch ganz kurz erklären, das ist mein Triple M. Ich bin das erste Mal in so einem Hostel, also Hostel heißt einfach praktisch billig und mehrere Leute im Zimmer. Und ich bin in einem Zimmer mit 5 anderen, beziehungsweise alle, weil ich einer da. Ich weiß nicht, ob noch andere kommen. Und der eine Typ, der ist aus London. Mhm. Und ja, wo kein Plan, 2-3 Jahre älter als mir. Und volle keine geil, weil irgendwie du bist du so, weißt, also wenn du im gleichen Zimmer wohnst, dann musst du mit den Menschen ja auch reden. Ah, schon. Und nachher,
Und nachher haben wir halt der Winzer geredet und das ist voll kein nice Dude und deswegen, das läuft jetzt. Ich bin natürlich dafür, jetzt zu erwähnen, dass ein waschechter Student, was wirklich Geld sparen will, in Auto pendelt. Ja, aber hey, war nachher wie Next Level, weil da draußen ist die Höchsttemperatur in der ganzen Woche 11 Grad und dann wird es im Auto auf Nacht ein bisschen kalt. Hey, weißt du, wie viel es 20 Grad hat? Wie viel? 7. 7 Grad. Okay. Also ja, okay. Unterdogs. Gestern hat es 7 Grad gehabt. Heute hat es ein bisschen mehr, ich glaube, heute hat es 10, aber es ist gora wie frisch. Also da drüben vor mir sind Berge und heim ist Schnee. Ich denke, Bank nice. Ist voll warm. Ja, ich sage denkst, aber anscheinend. Weil anscheinend hat das nicht ganz so hingehauen. Anscheinend hat das nicht ganz so hingehauen, weil vor 2-3 Wochen bei ich Camping, ja, falls, da war es so warm. Ich so gesehen, ich bin all mit kurzen Leibeln ausgegangen, kurze Hosen, es war fantastisch. Und jetzt auf einmal hat die Temperatur und jetzt, vollkommen. Bam. Vollkommen Temperatursturz. Ich bin auch gar nicht vorbereitet gewesen auf so eine Temperaturänderung, weil ich mir leiser. Irgendwie denkt, Ende Oktober, Anfang November fahre ich sowieso wieder heim in Südtirol. Deswegen heim kann ich mir noch mal eine richtige Winterjacke mitnehmen. Herr Horst, bis jetzt habe ich lauter eine Downjacke mit, so dünn, aber es ist jetzt recht viel mehr, oder nicht mitgenommen. Ei, aber, Scheiße. Ich war gleich. Die Felpa macht's. Auch wenn ich aus die Felpa macht's. Ist die eine Felpa, der muss reichen. Unbedingt, auf alle Fälle. In Adi würde es aber nein. Zutrauen, dass er auch, wenn er studieren muss und dann eine Woche kein WG hat, dass er im Auto schläft, muss ich ehrlich sagen. Jetzt habe ich da allem gescheit von dem Vanlife geredet und das war ja die Vorstufe. Ja, aber genau. Ich tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt in so Stuttgart mitten auf so einem Parkplatz im Auto schlafen. Es gibt schon bessere Sachen, um ehrlich zu sein. Aber mein Gott. Ja. Na, du musst einen Zeitraum umschauen, wenn ich sagst, du willst um 2 Nächte. Okay, na, du hast dir zwei Nächte mit dem Duschen auf dem schweren Benzinauto, aber wenn du sagst, das geht dir eiskalt bis November. Ja, ich habe in 2 Wochen komplett eiskalt geduscht. Das war richtig, ja, okay. Richtig nervig. Du bist ja gewöhnt. Eben, du bist ja Wim Hof-Methode. Genau, du hast einen Podcast gemacht und bin in der Zeit als der eiskalte Duscher oder so irgendwie. Und schlussendlich habe ich es gleich wieder gelottet und bin wieder zum warmen Duscher mutiert. Was willst du sagen noch? Ich nicht. Besonders jetzt habe ich wieder warmes Wasser anschaue. Ich bin so froh, wenn ich warm duschen kann. Ja, klar wieder. Es kommt nicht in Frage, kalt zu duschen. Endlich. Abgesehen davon, auch wenn du in die kalte Dusche machst, am Anfang du schon erst einmal warm duschen. Du gehst ja nicht klein in die eiskalte Dusche. Oder ich habe es nie getan. Ich habe ich lauwarm und ein bisschen Shampoo herunter und dann auch auf kalt dran. Deswegen habe ich auch. Bei mich ist das Audioprogramm wieder angebrochen, aber an eh und der Garage gerät. Also ich übernehme mir das da jetzt weiter. Und zwar, was habe ich in der Zähle-Welt Garage, was kann man da schnell reden? Ich habe eine Frage stellen gewählt, zu dem, was du davor gesagt hast, zu Italienisch, was du geredet hast. Also praktisch, du bist der einzige Trainer, was mit den Kindern Unterricht macht, oder? Ich in der Gruppe allein, ja. Also hast du schon keinen Assistenten oder so? Die erste Stunde hat mir jemand geholfen, mittlerweile nicht mehr, nein. Und wie alt sind die Kinder? 5 bis 8. Ungefähr. 5 bis 8. Ja. Und die hast du noch unter Kontrolle, so? Ich weiß es nicht. Es sind 7 Kinder. Und okay. Ich behaupte tendenziell, dass ich die erste Stunde zu fein war. Also, aber es sind wirklich feine Kinder. Also das ist nicht so, dass wenn du eine Sekunde wegschaust, dass jemand da einen halben Tsunami auslöst oder links nachher geht schon. Und sie können alle relativ gut schwimmen. Und es ist jetzt nicht, dass ich sage, wenn du eine Sekunde schaust, die hupfen alle ins Wasser rein, obwohl kein Mensch schwimmen kann. Dass er allem dabei stimmen muss. Und es geht momentan wirklich gut, deswegen ist das ein Problem. Und 5 von 7 Kindern sind Italiener? Ja. Nicht schlecht. Und wenn einer von dir, also der Beste von dem, macht ein Rennen gegen mich, 100 Meter kraulen oder was auch immer? Nein, das ist jetzt eine Athletengruppe, wie du vielleicht gerade denkst, das ist ein Schwimmkurs. Das sind 20 Horst. Einheiten für Schwimmkurs. Ja, aber auf was für ein Level ist denn der Schwimmkurs? Ist das auf so ein Level, wie wenn die Touristen einmal Jahr Skifahren gehen und sagen, sie gehen eine Woche irgendeinen Skikurs? Ja, im Endeffekt ziehe ich sicher recht lange. Also vielleicht am Anfang schon, am Ende wäre das Ziel, dass sie relativ sicher schwimmen können. Das Level, wo sie starten, ist so, sie fühlen sich sicher im Wasser und gut und haben Freude mit dem Wasser.
okay, noch nicht perfekter Technik. Ah, okay. Und jetzt, also ja, bei meinem Kurs war jetzt das Ziel, oder Kraultechnik und das recht gut reinzubringen. Heim stelle ich mir in Adio ganz stark vor, wenn auf Seiten so beim Beckenrand steht, mit so einer Oberfeger, weißt du, wie alle mit dem Schwimmbad, weil sie mit der Schwimmhose so stehen, die anderen sind voll am Trainieren, voll fertig und auf Seiten haben die Schwimmtrainer, was gemütlich ist. Ich darf auch nicht auf Seiten stehen. Noch eine Runde. Ich bin mit im Wasser, musst du dir vorstellen. Das ist nicht, wie du das Bild von Trainer hast. Aber das Ziel. Also wenn alles noch Plan geht, dass ich dich rausstelle, mache ich vorher gerne einen Trainingslogo mit, weil du im November in die Allerheiligenferien da bist. Also haben wir wirklich gescheit am Beckenrand. Ah, okay, verstanden. Praktisch tust du alles, damit du mich ja nicht siehst im November. Ja, das ist ganz deiner Schuld. an die Zuhörer, der Adi hat in 2 Wochen Geburtstag. Ja. Und ich habe gesagt, dass ich nicht 7 Stunden vor Katharina Augen fahren werde mit dem Auto. Und noch am Tag danach sind wieder 7 Stunden nachher zu fahren. Du kannst ja auch 2 Tage wieder vorher auch fahren. Nein, kann ich nicht in der Vorlesung. Wohl. Du musst, die letzte Vorlesung ist bei dir am Donnerstag. Am Donnerstag hängt davon ab, was für ein Tag ist. Weil ein paar Vorlesungen müssen nachgeholt werden. Hey, heißt, es kann auch sein, dass ich Freitag noch eine Vorlesung habe. Oder am Donnerstag auf Nacht noch eine. Dass ich werde auch nicht den Donnerstag um 9 auf Nacht starten. So, wohl. Oder 7 du Stunden. Du bist ja ein harter Bursche. Ja, du musst genau. Ja noch ein bisschen Mazzucchelli fahren. Du Mazzucchelli, wo? Das sag ich noch von Ferrari, oder? Eben, du musst noch ein bisschen Ferrari kämpfen. Schon wieder erklärt. Man muss aber sagen, es ist wirklich brutal. Also, so alle Kollegen, was man hat, das sind so irgendwie überall verteilt. Zwischen Italien, Österreich, Deutschland, überall ein bisschen. Also, und allen wieder kommen sie zusammen und treffen sich und haben Freude miteinander. Genau. Außer ein paar. Genau, außer ein paar. Das sind so asozial. Also Allerheiligen wäre ich gemütlich im Bruneck halt ein Treffen organisieren. Mit Allerheiligen gibt es bei mir nicht. Eben. Wirklich, komplett gar nicht. Es ist leider 1. November frei und dann ist wieder nächsten Tag ist wieder Vorlesung. Ja, heißt bei mir schon auch. Aber dadurch, so, okay. dass ich Donnerstag um 1 ist die letzte Vorlesung fertig. Heißt, ich kann Nachmittag starten und nachher kann ich bis zum 1. bleiben und dann muss ich erst in den 1. wieder starten. Weißt du, was ich tue? Weil ich jetzt nicht vor. Also, ich in Freitag bis 7 auf Nacht Vorlesung. Gerne nachher zum Auto, vorne mit dem Auto um 7 auf Nacht Bruneck und bin nachher in Freitag die Nacht oder wahrscheinlich Samstag die Nacht in Bruneck und gerne in Samstag bei Adam Fete und sind da vorhin noch zurück. Ach Gott, aber du fährst weniger lang. Kommt drauf an. Aber ich verstehe nicht, es steht oben, wie viel steht? 4,5 Stunden bei Google Maps von Stuttgart bis Bruneck. Wenn ich die Nacht fahre, schon ja. Ja, aber kannst du nicht? Also auf die Autobahn gibt es ja nicht einmal ein Tempolimit. Ich weiß, aber ist ja so, Stuttgart her fahre ich halt mit meinem Fernpass, okay? Mhm. Ist in Österreich so ein Pass. Ist der schnellste Weg von Mühlbach bis Stuttgart. Jetzt ist das Problem, habe ich schon mal 2-spurige Straße danach. Und die Rückfahrt ist eine Baustelle, ist immer einspurig. Das heißt, heim staut sich das Alm. Ich bin noch nie über den Fernpass zurückgefahren, weil heim ist Alm kilometerlanger Stau. Heim muss ich nach Alm über München fahren. München ist prinzipiell schon einmal eine Stunde länger. Plus staut sich schon einmal gleich nach Stuttgart, heim sind auch als Baustellen. Und durch ganz Österreich durch ist noch ein Jahrhundert, was ich ja, wenn du über München fährst, fahr schon länger auf der Autobahn in Österreich. Und deswegen, letztes Mal habe ich 7 Stunden gebraucht. Wow, heiß ordentlich so. Ja. 7 Stunden Autofahren, heute bin ich das letzte Mal das auch ungefähr gebraucht von Brunnen, KH Camerina. Aber das Brutale ist, ich bin bis dahin hin noch nie auf der Autobahn gefahren mit dem Auto. Okay. Ich fahre so auf die Autobahn auch, in 7 Stunden praktisch leider Autobahn fahren gemisst. Ja. Ich fahre so auf die Autobahn auch, 2-spurige Autobahn, also bei Brixen bin ich auf die Autobahn auch gefahren. Und dann denke ich mir so, mein Autobahn fahren ist eigentlich so das Gemütlichste, was es gibt. Es sind halt 2 Spuren, einmal links, dann überhole ich Laster, dann fahre ich wieder rechts. Und praktisch, ich muss nichts tun, ich muss ja leider Gas geben und ein bisschen lenken. Dann geht es ja halt geradeaus, ich brauche hätte mal eine brutale Kurve machen oder so. Ja. Nachher kommt man einmal vor Bologna, gefühlt 20 Spuren, man kennt sich nicht mehr aus, wohin man fahren muss, alles lässt da. Es sind 3. Es sind 3, außer bei der Einfahrt sind 4. Nein. Es waren mindestens 4.
Also, noch Kind, noch waren es 4. Aber es waren halt mehr wie 3. Eher 20. Na, es 4 waren sicher, wirklich. Es waren 4 Spuren, dann bin ich von der 2-spurigen Autobahn auf eine 3-spurige Autobahn und noch bei der Ausfahrt wahrscheinlich auf eine 4-spurige Autobahn. Und nachher ist wirklich, du siehst die ganzen Dings, die ganzen Schilder, wo die ganzen Orte sind und du kennst die wirklich nicht mehr aus, wohin du da fahren musst. Da bin ich da mit dem Navi gesessen, aber zum Glück war ich nicht allein im Auto, zum Glück hat mich die Mama begleitet, weil sie ist dort in der Schwarze. Sie ist schwierig. Sonst wäre ich 1000%ig falsch gefahren, aber 1000%ig. Mit meiner Geschicklichkeit war ich außen nach Bologna gefahren. Und dann, bis du wieder auf der Autobahn drinnen bist, brauchst du noch einmal eine Stunde länger. Ja. Und das letzte Mal bin ich auch falsch gefahren. Dann bin ich da in einem Dorf, was gleich mal daneben ist, gefahren. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Dann wisst ihr, wie gut ich mich da schon auskenne. Auf jeden Fall bin ich auf die Superstrada gefahren. Und dann war ich oben und dann bin ich hingefahren. Und Toledo heißt es, Toledo. Und dann sind wir zusammen hingefahren, sind außen gefahren, haben was gegessen, dann haben wir wieder zurückgefahren gewählt. Und vor mir war ein Kollege mit einem anderen Auto. Und dann ist der gefahren und ich bin ich praktisch allein hochgefahren. Ich habe gar jetzt das Navi heraus gehabt. Und dann fährt der auf einmal außen. Und dann fahre ich außen und dann realisiere ich mir vor mir, boah, das war jetzt die falsche Ausfahrt. Logischerweise. Weil bei der Hinfahrt sind wir eine halbe Stunde gefahren und bei der Rückfahrt ist er noch 5 Minuten ausgefahren. Und dann haben wir irgendwie ein Rondell nehmen gemisst, wieder zurückgefahren, wieder ausfahren, wieder hinfahren, weiß was so viel ein Stress ist, so gesehen. Oh je. Deswegen, ich gelernt, sobald ich wieder in ein Auto steige und eine Superstrada an eine Autobahn nehme, hätte ich mir das Navi einstellt, bevor ich starte und danach fahre ich genau dahin, wo mir das Navi sagt. Und wenn mir das Navi erst da Frankreich umgeschickt, dann fahre ich erst da Frankreich um. Weil ich hebe es mental nicht, die ganzen Ausfahrten da spontan irgendwie zu erkennen und die richtige Ausfahrt zu wählen. Das geht einfach nicht. Für das bin ich einfach zu ungeschickt. Deswegen muss ich so tippen. Gewaltig. Bist du leicht müde? Ich bin gewaltig müde. Ich schlafe seit zwei Tagen nicht mehr so gut. Wieso soll? Ja, boah, ich weiß nicht. Nein, ich bin müde momentan. Heute muss ich mal früh schlafen gehen. Auf alle Fälle. Ja, es liegt sicher an den Schlafmangel. Bist du mit der Schule, nicht mit der Schule? Bist du das alles so? Ah, genau, habe ich heute auch noch gehabt, habe ich noch nicht dazugekommen. Nein, Schule ist das ja ganz normal, was es ja auch nicht mehr kennt. Ja. Also, es gibt momentan keinen Lockdown, es sind wieder die normalen Schulzeiten. Die Motivation ist ja da, dass das letzte Jahr ist und durch sein geht es eigentlich relativ gut um. Aber leider durch sein, sonst war es schrecklich. Sonst hast du die. Also, ich weiß nicht, was ich tat, wenn ich in der dritten war und zwei Jahre. Kein Jahr wirklich normale Oberschule gehabt und jetzt bin ich vor mir in der dritten und das erste Mal in meinem Leben eine richtige Oberschule. Also ich bin schon vorher in der fünften zu sein. Ja. Aber du hast ja wahrscheinlich eine normale Matura, nicht so wie mir. Wir haben so eine Matura gehabt, so leibmündlich und durch. Und das ist das große Problem von Zukunfts-Adam. Und mit dem Zukunfts-Adam, der kann sich mit denen in April auseinandersetzen, frühestens. In Juni, hä? Wieso in April? Ja, weil in April rauskommt, welcher Matura ist. Ja, mit dem befasst du in Juni. In April? Ja, anscheinend, sie will es das ja für Ria hinkriegen. Weil momentan ist nur die Hoffnung, dass es eine Garagen-Matura gibt. Okay. Heißt, der Mich hat die gleiche Matura gehabt. Es ist nicht so, dass sie die für mich so gemacht haben. Aber der Garagen hat mehr profitiert wie der Michi. Ja, stimmt. Wieso? Weil du 100 Punkte hast. Ja, und? Hätte er sich da gekriegt, Adam. Ah, ja, nein, aber jeder hat ja bessere Punkte gekriegt. Das ist so. Das ist, selbst die, was ich 60 kriege, die sind wir mal so halt, was weiß ich, 75 kriege oder so. Es sind ja alle mit den Punkten auch. Stille darüber nachzudenken, was mit dem war, was also alles. Was 60 kriege ich oben. Hätte sich 40 kriegen. Das sind Fragen, mit denen sich niemand auseinandersetzt. Sie haben 60 Punkte aus. Und so. Passt. Es steht 60. Frag kein Mensch. Ja, stimmt, ja sicher. Es fragt wirklich keiner, wie viele Punkte bei der Matura kriegt. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, außer also, es ist halt ein Ding da. Außer also, es ist halt bei der Uni, dass du auch mit dem höheren Notendurchschnitt rumkommst. Mit dem Numerus Casus. Ja, gut. Ist aber in Deutschland das so. Ja, ich weiß. Ja, nein. Aber man muss sagen, bei der Universität ist der riesige Vorteil, du gehst in die Vorlesung hinein und erstens hast du keine Pflicht zu der Vorlesung hin. Zweitens kannst du bei der Vorlesung hin, was du willst. Das heißt, wenn du beim Handy schreiben willst, dann kannst du theoretisch auch hin. Und drittens kannst du gehen, wann du willst. Das heißt,
Du, es ist nicht mehr so wie in der Schule, dass du alles Leute sind, die was eigentlich lieber daheim waren und irgendwelche anderen Sachen taten, sondern es sind Leute, die was sich tatsächlich für bestimmte Fächer interessieren. Weißt du, eine ganz neue Umgebung, sowas hat es noch nie gegeben. Leute, was etwas lernen so, werden, das ist was Neues. Der Professor hat bei uns reden und die Leute in Psst, damit man nicht mal so stört. Sowas hat es noch nie gegeben. Oh mein Gott. Nein, Alex. Ja? Diran ist ja gestern schon erzählt, aber in Adamann ist noch nicht erzählt. Okay. Was bei mir jetzt diese Woche abgeht. Und zwar habe ich diese Woche noch nicht normale Vorlesungen, sondern diese Woche organisiert die Uni verschiedene Aktivitäten, damit man seine Mitstudenten kennenlernt. Okay? Mit meinem Partys. Genau, aber ich habe mir gedacht, die organisieren das irgendein Scheiß, weil es an der Uni ist. Habe ich falsch gedacht. Die organisieren so cooles Zeug. Also, den Freitag zum Beispiel habe ich mich schon umgemeldet, bei einer Kneipentour, also von Bar zu Bar gehen, mit den Mitstudenten, mit einem Bantel, wo ihr alles um 50%, alle Getränke um 50% kriegst. Im Donnerstag habe ich mich schon angemeldet, also morgen, bei einem Grillen auf Nacht. Und nächsten Freitag ist die große erste, nein, gar nicht im Freitag, in 18., in Mittwoch. Oder? Dienstag, Mittwoch? Mittwoch ist die große Erstsemesterparty auf zwei Stöcke mit DJ und allem möglichen drum und dran. Wenn ich statt in einem Einführungstag in einer, wie hast du gesagt, Bubrunde, oder wie heißt das? Kneipen. Eine Kneipentour. Wenn ich als Universität eine Kneipentour organisierst, dann weißt du, es handelt sich um eine deutsche Universität. Ich finde das voll cool. Bei uns haben sie so in zwei Wochen organisiert, irgendwelche Professoren, was dir genauer erklären, was du danach als Apotheker tust oder was du mit dem Pharmaziestudium so genau tun kannst. Ja. Nein, in Deutschland gibt es auch Kneipentour. Selber hat es organisiert. Es gibt schon auch andere Sachen. Aber für so eine Linie halt nicht. Klar. Aber und jetzt muss ich noch so ganz kurz was erzählen. Und zwar, gerade davor, weil ich keinen Ton gehabt habe, hat man ja in meinem Gesicht so Lichter gesehen, gell? Ja. Ja, weil da vor mir so ein riesiger 7er BMW ingepackt hat, okay? Ich stehe ja gut auf dem Parkplatz. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Parkplatz ist neben der Straße, das sieht man wahrscheinlich die ganze Zeit Auto vorbei vor. Und da muss man praktisch parallel imparken. Jetzt hat der aber so eine riesige Limousine und ist mir Gott, jedes Mal, weil der zurückgefahren ist, so knapp nicht auf mein Auto drauf gefahren. Ich bin 5-mal gerade davor gestorben, während das der ingepackt hat. Oh mein Gott! Und dann steigt er so richtig selbst sich aus, das habe ich jetzt gut gemacht und die war so nausch nicht. Boah. Ich freue mich gerade, was müssen sich die Passanten denken, die was neben mich ins Auto vorbei ging. Und er sitzt drin, einer mit Kopfhörer. Mit einem Mikrofon und Kopfhörer. Und so Mikrofon, aber, was tut der Typ? Ja, ist eine gute Frage, aber ist jetzt so wichtig. Aber man muss sagen, da, also dadurch, dass da alles in der kleineren Gassen sind und die Parkplätze alle eng, wisst ihr, wie viel da oder deckte Autos sind? Also wirklich, egal wo du parkst, alle haben einen Däger. Es gibt fast kein Auto, das was komplett richtig schön ganz ist. Hey, schön lack. Nein, irgendein Schaden um alle da gefühlt. Aber so, ist eigentlich so ziemlich genau das Gegenteil von Stuttgart. Schon, ne? Haben mich jede schön poliert. Nachher sind so krasse Autos unterwegs, das ist nicht mehr normal. Ja, aber wenn du in einer Großstadt bist, ist das eigentlich allem, dass... ja, aber Stuttgart ist auch noch eine Autometropole, musst du denken. Ja, das stimmt. Aber ist das eigentlich die deutsche Stadt, wenn es um Autos geht, nachher ist wo ja München, oder? München und Stuttgart, musst du denken, München ist BMW, Stuttgart ist Mercedes und Porsche. Ey. Okay. Und Audi ist in Ingolstadt. Also heißt, das sind die drei Metropolen, wenn es um Autos geht. Ingolstadt, aber Stuttgart und Tanto, in jeder Stadt findest du, also in jeder großen Stadt findest du eine Niederlassung für die großen Autofirmen und da sind halt die Hauptsitze. Oh mein Gott, jetzt muss ich euch was erzählen, das ist mir gerade spontan im Fall und das muss ich jetzt erzählen. Wie hab es einen Kulli? Zwischen Zeigefinger und Daumen, oder? Achso, also, wie jeder normale Finger. Mensch. Nein, warte mal, habe ich da, ich weiß so, es oder? Ja, genau. Also ich habe mit Daumen, Zeigefinger auch für die, was auf Spotify sind, und den Mittelfinger auch nicht so dran gelohnt. Genau. Wie den Mittelfinger nicht runter. So. Ja, so dran gelohnt. Ja. Ich bin heute neben ihm Giuseppe von Sizilien gesessen und da sehe ich den Kugelschreiber nicht so, sondern der tut zwischen Mittelfinger und Ringfinger. Zwischen Mittelfinger und Ringfinger. Ach so.
What the fuck? Genau so. Ich sage eins. Das ist so komisch. Ihr probiert etwas so, da schreibt ihr keine gerade Linie da macht. Und der schreibt ja, so mit dem Kuli zwischen Ring und Mittelfinger. Alle haben ihn umgeschaut, alle haben gefragt, was er da tut. Und der hat gesagt, er, da schreibt es so besser. Okay, gut. So Giuseppe von Sizilien. Wenn man in Sizilien auch so tut, schreibt bitte auch so. Er wird schon wissen, wieso er so schreibt. Vielleicht hat er so einfach im besseren Grip. Bessere Kontrolle. Keine Ahnung, es schreibt halt ein bisschen ungewöhnlich. Was die ganze Welt schreibt mit. Schreibt normal halt, mit Daumen und Zeigefinger und R. Außer der Giuseppe aus Sizilien. Und dann sind alle, wer ist der Wurst? Peppe. Peppe. Giuseppe Peppe. So cool, aber... Ja, ja, okay, der Peppe. Und hat mir so viel Hart, weil teilweise gibt es Sizilianer, die reden mit so einem brutalen Dialekt, ich verstehe sie nicht. Ich muss dreimal nachfragen, was sie gesagt haben, damit ich verstehe, was sie meinen. Es ist so brutal, ich sage es nicht. Und dann hat teilweise, wenn ich so den ganzen Abend mit einem Italiener rede, passiert es mir allen wieder, dass mir irgendein paar Wörter nicht einfallen und dann sitze ich allen so da und dann denkst du allen, wie löse ich jetzt die Situation? Mir folgt nicht dessen, was ich sagen will. Auf Englisch! Auf Englisch. Ich kann nicht. Ja. Stimmt. Ich kann sagen, wird, ist Englisch-Niveau da, ist irgendwie schon, ich weiß jetzt schon mit dem R, was sie haben, weil ich habe ja nicht so ein deutsches R, wie wir nehmen ja so ein rollendes R, sagen wir es einfach mal so. Und wenn ich mit dem rollenden R Englisch rede, dann hört sich es einfach alles schon so ein bisschen komisch an. Aber wie wenn wir Italienisch reden praktisch, ja, genau. Es hört sich einfach nicht richtig an. Ja. Es ist einfach so, es sind allem so mittendrin Sachen, was nicht so ganz, aber nicht so halb sind und dann klingt es nicht so ganz gut. Macht Sinn. Gewaltig. Dann willst du auch noch was erzählen? Jetzt hat Alma der Garage oder ich geredet. Ja, der Garage war am längsten weg. Ich kann noch von links erzählen, von meinem Samstag, was der Michi schon weiß, aber der Garage weiß es nicht. Und ich zwar bin ich am Samstag in der Frie Brixen gestartet, bloße Closing, Radl fahren. Und haben wir einfach bei einer Gruppe da angeschlossen, weil es Raum Bruneck waren. Und das, was wir vorher eigentlich alle nicht wirklich gekannt haben. Und die haben mich da sozusagen adoptiert und mitgenommen. Und dann haben sie mir noch eine Gruppe Finchgauer vorgestellt. Und bis zum Schluss war mir ein Trupp von 15 Leuten. Und alle in die Lederhosen. Ja, ist geil. Und dann sind wir da Radl gefahren. Und dann zuerst haben wir ein paar sehr feine Strecken gefahren. Und dann ist mir noch nicht aufgefallen, wie gut die wirklich Radl fahren. Weil auf die feinen Strecken fällt halt wenig auf. Und dann stehen sie ja local gewesen und sagt, ja, jetzt war es ja ein Secret Trail. Also ja nicht ganz offiziell. Ja. Und er fährt voraus und dann sagt er, Mann, das kann der Wind steiler sein. Und ja, okay, ein Wind steiler, hey, kriegen wir eigentlich schon hin. Oh, ich habe noch nie so was Krasses gesagt. Also es ist wirklich durchgehend so sagen, fett rutschig, ich bin zu Füßen da gegangen, ohne dreimal auf die nächste Kugel. Einsatz. Und wie gesagt, die Finchgauer, die sind alle brutal durchgefahren. Aber jetzt alle nach der Reihe aufgestellt. Der eine hat mit der Schulter einen Bodycheck auf den Baum gemacht, der andere hat einen halben Frontflip übers Radl gemacht. Mir jetzt also links außen, bis zum Schluss haben wir fast alle irgendwo etwas offen gehabt. Bis auf der Local, weil er ist das gefahren und er ist 10 cm über dem Boden so geflogen. Also wirklich wie so ein Raumschiff. Avium. Und das ist so gewaltig gut bei denen ausgeschaut und wir waren voll am Limit. Aber er ist in der Vorbe sicher schon einmal gefahren, oder? Bitte? Er ist in der Vorbe schon einmal gefahren, oder? Ja, er kennt den. Okay. Er fährt den täglich. Aber er ist so gewaltig schön gefahren. Und dann musst du dir vorstellen, er in Radl gewohnt und wir haben eine fette 10 Lederhösen gehabt. Also wir waren unbeweglich noch dazu. Und herum ein schönes Hemmertl, also ein typisch weiß-blaues Hemmertl. Wir haben ja ausgeschaut danach. Ja, falls. Kann ich nochmal betonen, wie unglaublich bärig die Soundeffekte von Adam waren. Ein Wahnsinn, wirklich. Das ist ja wie wenn ein 6-jähriges Kind probiert auf Wader zu sein und so ins Lichtschwert nachgemacht worden. Ach Mann. Jetzt werden die Vergleiche ziemlich schlecht. Er ist näher. Und dann haben wir dann auch noch mal gegrillt. Dann haben wir gefahren, weitergefahren, bis mal die Hände nicht mehr gescheit haben. Dann sind wir heim. Wir sind etwas essen gegangen. Ich habe dann auch 10 Minuten Spanne gehabt, von Auto auszusteigen, das ganze Zeug zu verräumen, zu duschen, zu föhnen, bei mich ins Auto einzusteigen und mit der Gruppe Gassel zu fahren, um es mir im Abend noch gechillt ausklingen zu lassen. Ja. Gechillt trifft sich ziemlich gut. Das war ein guter, intensiver Tag. Ich glaube, intensiv trifft es auch ziemlich gut. Schon alle die zweite Hälfte vom Tag. Nein, das andere war schon auch. Ja, ich denk, hell, wann war ich dabei?
der Adi, die Klassenkollegen von Adi, alle in Alter von Adi, die haben Schule und das Wochenende gehen sie halt ein bisschen aus. Der Michi hat einfach die ganze Woche nichts zu sehen. Und so Wochenende geht er noch in die Diskothek und ist richtig froh, dass endlich jemand ist, mit denen ausgehen kann. Also ja. So stelle ich mir die Woche von Michi vor. Und genau so ist meine Woche. Schon, gell? Und dann ja. Hast du eine Woche stellen und gedacht, was kann ich jetzt tun? Ich bin allein im Brunnen, alle anderen sind beim Studieren. Aber es war ja... Der Patis in letzter Zeit. Genau, der Patis war ja da, die Sophie war da, oder ist ja alle noch im Brunnen. Deswegen... Aber das sind ja nicht umgekehrt zu studieren. Gestern ist auch mitgeflogen. Ah, der Rostel, okay. Stell doch her mal bildlich vor, bitte tun wir kurz die Augen vor. Ich denke mal an die Augen zu. Alle okay. Die Zuhörer, die Augen zu. Dann stellt er sich vor, wenn kein Traumstudium in Bulgarien und fliegt mit dem Flieger um, weil er die Augen zu hat, dann mache ich das visuell ein bisschen ansprechbar, also mit dem Flieger. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich stelle es mir visuell vor. Und dann bist du endlich in Bulgarien und da sind wir schon ins Leben und kommst langsam so richtig, richtig ins Studentenleben hin und alles ist cool. Jetzt hat aber ein guter Kollege von ihr in Brunnen in 18. Was du scheinst. Du buchst ein Flugticket, fliegst zurück, zoom, und alle haben eine Freude. Und alle sind glücklich. Dadurch, dass der Adam so betont, ja, unglaublich wichtig, der 18. Geburtstag ist, darf man bitte unterstreichen, dass ihn so mit einmal gefeiert, dass ich nicht einmal Feier gemacht beim 18. Ich schon. Nein, ich nicht, halt. Stopp, bei meinem 18. Geburtstag war Lockdown, ich habe meinen 18. Geburtstag mit der Familie gefeiert. Ja, ist auch nicht. Bei mir war auch Lockdown, also praktisch, ja, es war Lockdown. Ja, aber bei mir war der Lockdown 3 Tage alt, deswegen, ja. Ja, bei Michi war das so frisch, da muss man noch gemeint, die Welt geht voll krass unter. Ja. Insert Heint, vielleicht als negativen Abschluss, Insert Heint, Wieso einen negativen Abschluss? Ja, weil mir so sinnvoll ist und ich das gerne erzählt hat. Okay. Ist halt der Professor erklärt, dem was ich als ziemlich kompetent in Stufe. Wie heißt er denn? Der Umfangsbuchstabe. Hey. Welches Fach? Ein Professor, dem was ich allgemein als kompetent in Stufe, hat uns halt erklärt, dass wenn er sich die Kurven anschaut und das ist Gerüchte umgeht, dass mit Weihnachten noch grüne Pässe aufgestuft wird und alles gelockert wird, dass er ganz viel Geld drauf wettert, dass spätestens bei Forschung ein Big Problem da ist. Und er hat mir eigentlich zu denken gemacht. Weil ja, war gut möglich. Der Professor, und deswegen sage ich, der hat die letzten 2 Lockdowns extrem gut in einem extrem langen Zeitraum davor vorhergecallt, weil er sich die Kurven umgeschaut hat. Also. Gecallt. Vorhergecallt. Ja, gleich wieder Ding, Mann. Gleich wieder Falk. Ich bin mit Michi. Er kann sein. English only. Nein. Auf alle Fälle hat er eh recht gut vorhergesagt und sehr beeindruckend. Und ich und der Kollege haben jetzt noch gemeint, alles voll chillig, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Weil letztes Jahr zu der Zeit ist ja alles wieder zugegangen und jetzt ist eigentlich alles noch ziemlich easy. Es schaut gerade letztes aus, aber wenn der ins Design ziemlich krass inne vorhersagt, geht innen kalt. Ja. Liegen heute erst, gestern den Green Pass verlängert, also haben wir ihn neu nachgeladen, weil das heißt jetzt 12 Monate gültig und nicht mal ein Depot-Monat, was davor halt gesagt war. Okay. Der Impfpass, Impf-Green-Pass. Also erzählt okay. Für, ja, wenn du geimpft bist praktisch, zählt der Green-Pass vom Moment, wo du die geimpft hast, die zweite Dosis kriegst, ab dem selben Moment zählt der 12 Monate, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wenn muss ich den erneuern? Wenn du ihn erneuert hast? Ja, nein, ich habe nicht die Erneuerung gemisst. Ich bin auf die Website gegangen und dann ist er noch mal downloaden. Dann ist drunter gestanden, der ist 12 Monate gültig, weil davor ist gestanden, dass er 6 Monate. 9 Monate. Also 9 Monate, 9 Monate, 9 Monate. Okay. Auf jeden Fall jetzt ist er 12 Monate gültig. Ich muss meinigen annehmen neu hochladen, weil ich Vollidiot und der nicht richtig hochladen, gibt jetzt Apple die Schuld. Und der war verpixelt, okay? Der hat ja auch seine Vorteile gehabt. Es hat seine Vorteile gehabt, gebe ich dir auch ganz offen zu. Er war wirklich verpixelt, also man hat schon Namen da lesen und das Geburtsdatum hat man da lesen und man hat sich mehr Mühe gegeben gemisst, okay? Und ja. Es war ein härter den OC-Scan, es ist gegangen ein OC-Scan, in Schwimmbad oben scannen sie jedes Mal und haben läuft es auch nicht Probleme. Aber ich kann nicht sagen, wieso, wenn rundherum wenn ein letztes Licht ist, das ist fast unmöglich. Und wenn ein Green Pass auch gescannt wird, kommt ja der Name und das Geburtsdatum in groß. Also wenn du den ausscannst, dann musst du sagen, wie alt er ist, dann kannst du gar nicht mehr wegschauen.
Ja, jetzt bei mir die letzten paar Mal haben sie sich halt auch ein schwerer getan, den Autoscan, haben dementsprechend auch keine Lust gehabt, da zu suchen, genau das Geburtsdatum, und ich bin eigentlich über allem geschlafen. Ah, okay. Super, Adam, er freut uns für dich. Der unter 18-Jährige, was in die Diskothek rein muss. Aber nicht mehr lang. Das ist ja ein paar lang. Nicht mehr lang. Und eine schnelle Story am Rande: in Gassel haben sie in Samstag so, so eine Karabinere gekommen und haben einen ganzen Haufen Leute kontrolliert. Und wir haben nicht gewusst, auf was die kontrolliert haben, bis wir gar nicht draufgekommen sind. Die kontrollieren tatsächlich Green Pass und Ausweis, das zusammenstimmt. Ja. Ah, weil unten so wird ja, finde ich jetzt schlecht, weil unten wird ja tatsächlich like Green Pass verlangt. So nicht Paule. Nicht Paule. Weil ich bin mit Joni reingegangen. Ja gut, bei Joni. Und ich gehe so rein und dann sagen halt so einen Green Pass, dann scannt er so, sagt er so, ja, ja, passt schon, mag schlag hin. Und bei Joni war er so, sag schon bitte einen Ausweis an. Aber der Joni ist auch so ein 13-jähriger Milchbubi. Hell stimmt. Man sagt, dass die Ausweis auch noch einmal kontrolliert. Ja. Weil, das ist auch eher jünger aus. Nein, jünger wie du auch nicht. Aber so viel älter schaut gar nicht aus, ehrlich gesagt. Ja, schaut ja auch jünger aus. Der hat ja schon lange die Stimme 5 Jahre jünger. Klar. Ich sag's ja voll sympathisch, ohne jemanden zu beleidigen. Und Adi, wohl, der schaut viel jünger aus. Der schaut aus wie ein 8-jähriges Kind. Aus wie ein 13-jähriger Milchbubi. Ja. Ja, stimmt. Aber wenn es ein bisschen neutralisieren gewählt wurde, du hast wieder alles ins Lächerliche gezogen. Okay, gut. Danke, Adam. Danke okay, für bitte, 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 bitte. Gerne. So, und Jungs, kommen wir zu den Empfehlungen der Woche. Abschluss. Nein, ganz, ganz schön. Okay. Weil mich das auch wie ein Ehrgott. Ich habe in Sonntag die Kochbattle gegen Deo gehabt und ich war mir ziemlich sicher, ich gewinne das Duell. Aber du hast komplett verloren. Ich habe verloren. Wer war da Jury? Ich kann es nachvollziehen. Wer war da Jury? Die Leni und die Sarah. Ich verstehe, okay. Also wenn sie das jetzt hören, ich verstehe es nicht. Nein. Was hat denn gekocht? Ich habe in Reis gekocht, was ich irgendwo gekocht habe. In veganen Reis? Ja, tatsächlich. Und, wobei und man sagen muss, es ist Nudel. Nudel? Also ja. Nudel. Mit was? Ja, mit Tomatensuppe. Ohne Witz, jetzt hat der gewogen? Ja, er hat schon die Nudeln selber gemacht, aber er hat eine Maschine, wo er eh treiben muss, der kann auf einen Knopf drücken. Oh Mann. Aber ganz ehrlich, Adi, wenn die Nudeln mit Tomatensauce besser sind, habe ich Eis. Hey, mach dir mal Sorgen. Warte, jetzt gibt mir der große Witz. Die Nudeln waren wirklich gut, aber der Theo ist erstens aufgestanden, weil er sein eigenes Essen gegessen hat, um Salz zu holen. Und es wisst, was der für ein Theo heißt. Also er hat sich eingestanden, dass es wirklich gesalzen ist. Und er hat nicht einmal in der Kategorie gewunken, was besser geschmeckt hat, sondern er hat eiskalt in der Kategorie gewunken, Optik, was der größere Aufwand war. Oh, wow, Mann! Ja, er kann, nicht, er kann in der Optik-Kategorie hat er auch nicht gewunken, er hat auch gewunken, weil ich ihn in Reis, sie ist ja dirmlang geformt mit den Schalen lang. Ja. Er hat es auf dem Teller gelassen. Was ich aber ehrlich gesagt sagen muss, also mir haben noch die Schale gemacht und der hat eine Roulade gemacht und er war Bombe. Also er war echt gewaltig, also okay. Er hat es mit der halben ausgeholt. Ich habe mir gedacht, ich hab einen richtig Mühe gegeben, ob so ein Drei-Gänge-Menü vorbereiten. Ja, wir haben Drei-Gänge gemacht. Ja, aber irgendwas richtig Spezielles, was du sonst nie kriegst. Was weiß ich, Quinoa oder wie die abgespaced Namen oder heißen. Ja, gut, Avocado-Creme und was weiß ich. Nein, ich habe nicht so irgendwas gemacht, ich habe Nudeln mit Tomatensauce und Reis mit Gemüse in Dayoff musst du es einfach werfen. Also, aber die Vorspeise war geil. Aber so war frisch gepresster Saft von verschiedenen Früchten und Chips. Selber gemachter Chips. Okay, heißt selber nice. Gemachte Chips, heißt. Heißt, aber easy kriegst du dann auch ein Foto und der Michi blendet das Foto in, wie gut meins ausgeschaut hat. So mach ich. Ja. Hätte ich mal nicht, oder mit. Wohl, hätte ich mal ja. Hätte ich mal so. Gut. Empfehlung in der Woche, ich habe keine. Du hast keine? Na. Okay, Alex? Michi? Du hast schon. Okay, ich habe schon. Okay, und zwar, ich empfehle jetzt etwas von dem, was ich ganz überzeugt bin, aber vielleicht können mich noch andere Menschen, nachdem ich es empfohlen habe, umstimmen. Und zwar, ich empfehle Squid Game, weil es halt einfach gerade jeder schaut. Ich habe es auch empfehlen gewählt. Ja, jetzt fährst du zu spät. Das ist blöd hergegangen. Du hast gesagt, hast Michi, du hast schon. Ich habe eine andere Empfehlung auch noch. Deswegen. Okay. Na eben, und ich habe ihn im Anfang echt mies gefunden, bis zu den... Ja, jetzt kann ich das Spiel sagen. Keine Ahnung. Nein, sagen wir einfach mal, bis Folge 4 oder 5 habe ich es ziemlich mies gefunden und dann zum Ende hin ist es einfach besser geworden und die letzte Folge habe ich grandios gefunden. Die Ballerina ist genau umgekehrt.
Ich habe gerade sagen, weil ich bin auch ja umgekehrt. Also die ersten paar Episoden waren weitaus die besten. Nee, die Helen nie richtig scheiße gefunden. Und deswegen, okay. Jetzt habe ich schon einmal deine Meinung, die Meinung von Pauli und vielleicht kriege ich jetzt noch andere Meinungen von anderen Menschen. Aber die Sams sind weniger wichtiger wie meine Meinung. Stimmt. So, jetzt kommt meine Empfehlung und zähle ich, ich möchte auf Instagram ein Foto, morgen mache ich es, in Vorlesung, ich mache ein Foto, wie du Giuseppe den Stift haltet. Okay. Und nachher möchte ich das Foto eingeblendet haben, wie du Giuseppe den Stift in der Vorlesung haltet. Und ja, nachher möchte ich darunter geschrieben haben, wie... Dann wäre ich morgen nicht dort drin. Ich schneide Podcast heute. Okay. Live Instagram. Und dann wird das Foto gepostet, wie du Giuseppe den Stift haltet und ich fordere heraus, Probiert einen großen Strich zu machen mit dem Stift zwischen Mittelfinger und Zeigefinger. Nehmt ein Blatt Papier, ein kariertes Blatt Papier und macht dann 10 cm langen Strich. Es wird es nicht schaffen. Ich kann nicht einmal, wenn ich normal bin. Bälle gemacht hat. Ja, okay. Ja, nicht. Aber so wird es halt noch schlechter. Okay. So das okay. Ist das deine Empfehlung der Woche? Ja, das ist meine Empfehlung der Woche. Passt. Gut so. Die Stifttechnik von Giuseppe. Okay. In my playlist kommt Life Goes On. Okay. In meine Kimp Tram Tram, wenn die Party vorbei ist und Mamma Mia ist neu Lied von Maneskin. Provinz, wenn die Party vorbei ist, ich fetz für Provinz nachher noch in das, was uns heim macht. Ah, ist gut, das okay. Gefällt mir auch. Hast du auch geschrieben, die Lieder, was ich dir gesagt habe, Adi? Tram Tram, Mamma Mia und wenn die Party vorbei ist. Ja, brav. Sehr schön. Mamma Mia hat das Lied von ABBA, gell? Sondern das von Maneskin. Natürlich. Hör ich schon gekocht. Ah, ist gut, gell? Gesundheit. Ja. Danke. Gesundheit. Bitte. Und mit dem Nisa schließt mir den Podcast an. Danke alle fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat eine Freude gehabt, unsere Engelstimmen wieder für ein paar Minuten zulauschen zu können. Ein paar Minuten ist gut. Das ist ein guter Deutsch. Ja, fast 50 Minuten. Und ich verabschiede mich jetzt, weil ich in 5 Minuten Englisch Vorlesung habe. Perfekt. Mamma mia. Okay, macht es gut. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Servus. Bis nächste Woche. Servus.